Hallo meine Lieben, heute geht es weiter mit den Sternzeichen Jungfrau bis Widder und zwar in der Treue. Bei der Jungfrau ist das Verhältnis zu Liebe eher gespalten. Einerseits bekommt sie nicht genug vom Sex und der Liebe, auf der anderen Seite ist sie schüchtern und steht nicht unbedingt zu ihren eigenen Wünschen. Da hat es Amor leicht, sie zu einem heimlichen Seitensprung zu verführen. Nun zum Löwen. Richtig betrachtet steckt in jedem Löwe ein Lustobjekt, das bewundert und gekrönt werden will. Liebe wird bei ihm nur mit Geld, Gold und Diamanten aufgewogen. Das heißt aber nicht, dass er nur deshalb lieben kann. Niemals, denn ein Löwe lässt sich nicht kaufen. Bei ihm zählt zunächst immer erst das Herz. Mit heimlicher Liebe und Affären hat er überhaupt nichts am Hut. Treue, die steht stets an erster Stelle bei ihm. Der Krebs. Er ist in der Liebe romantisch und geheimnisvoll, aufregend und mit Amor an seiner Seite ist die Liebe unendlich stärker als alles andere. Doch einerseits ist er der Inbegriff von Liebe, doch andererseits lockt ihn auch das Neue. Neues und Unbekanntes. So kann es sein, dass er aus seiner Liebesaffäre nicht herauskommt. Nun zum Zwilling. Die Zwillinge leben eine göttliche, reine Liebe, unterhaltend, aber raffiniert. Das bedeutet, dass immer etwas Neues passieren kann. So schweben Liebende mit einem Zwillinggeborenen wie auf einer Wolke, wie in einem Traum. Da sie nicht treu und nicht den Verlockungen widerstehen können, kommen sie aus ihren Liaisons nicht heraus. Der Stier, er lebt mit allen Sinnesfreuden, Schönheiten und Verführungen seine Liebe unendlich aus. Man kann sagen, er bekommt nicht genug, allen schönen Liebesgenüssen zu entsagen. Kommt für ihn nicht in Frage. Er findet, dass eine heimliche Affäre für eine bestehende Beziehung kein Problem ist. Die im Sternzeichen Widder Geborenen lieben den Flirt, ja sehr sogar, mit dem anderen Geschlecht. Auf heimliche Liebesspiele oder Beziehungen lässt sich der Widder nicht ein. Dafür sind sie zu selbstbewusst. Ja, dann denkt doch einmal über diese Liebeshinweise nach. Vielleicht ist es eine Erkenntnis für eure Liebe in der Partnerschaft. Herzlichst, eure Deria.